Okay. Gehen wir zu Kenji. Der wird nicht so begeistert sein, denke ich. Bist du fertig mit deinen Nachforschungen? Hast du was herausgefunden? Und ab. Ich muss dir eine wichtige Frage stellen. Bist du sicher, dass deine Tochter ein Mensch ist? Was soll das denn für eine Frage sein? Warum fragst du? Hey, das ist eine Gegenfrage. Deine Tochter hat eine Gruppe Synths kontaktiert. Sie glaubt, sie sei eine von ihnen. Was? Das ist doch Irrsinn. Sie ist kein Synth. Sie ist unsere Tochter. Wir haben sie großgezogen. Ich habe sie zur Welt gebracht. Sie ist Fleisch und Blut, keine Maschine. Bist du sicher? Das ist wohl eine ziemlich dumme Frage. Klar, vielleicht wurde sie ersetzt. Vielleicht ist deine Tochter nur verwirrt. Eine kleine Identitätskrise. Oh mein Gott, glaubt sie überhaupt noch, dass wir ihre Eltern sind? Das hatte ich befürchtet. Jemand vergiftet die Gedanken meiner Tochter. Hast du herausgefunden, wohin Kasubi gegangen ist? Schon mal nach Norden gereist? Fahrhabe? Noch auf der Suche. Ich frage jetzt mal, ob er schon mal in den Norden war. Ich glaube, Kasumi ist nach Norden gegangen. Weißt du, was da oben ist? Wo genau? Ich bin die Küste hochgefahren, fast bis dort, wo das Wasser gefriert. Aber das ist eine weite Strecke. Ich glaube, ich weiß, wohin Kasumi ist. An einen Ort namens Far Harbor. Sie ist so weit nach Norden? Meine Güte, das erklärt, wieso sie das Boot genommen hat. Du musst sie finden, bitte. Nimm mein anderes Schiff da draußen. Hat mein Vater gebaut. Es hat ein Lenksystem und ist auf lange Strecken ausgelegt. Aha. Was erwartet mich da draußen, Kenji? Ich war bisher nur einmal in Far Harbor, als ich noch ein Kind war. Ich weiß nur noch, dass Vater nicht lange bleiben wollte. Die Luft war wohl schlecht oder so. Ich gehe der Sache auf den Grund, Kenji. Danke. Und hier die Belohnung, die wir vereinbart hatten. Du bekommst noch etwas, wenn Kasumi sicher zurück ist. Okay, gut. Ich hoffe, Sie wissen meine Gesellschaft zu schätzen. Bitte. Ich bin ein sehr effektives Team. Moment. Was hatte ich da gerade stehen mit Railroad? Reise nach Far Harbor. Berichte der Railroad von der Synth-Zuflucht. Okay. Als alternative Mission, weil wir jetzt zur Railroad gehören. Ich glaube, das mache ich jetzt zuerst. Bis gleich. Okay. Desdemona. Nee, Desdemona nicht. Wie haben wir denn? Ach, hier. Hallo, hey. Du bist Whisper, richtig? Ich habe dich gesucht. Ich bin Boxer. Der Boss hat mich gerufen, weil ein paar Gerüchte im Commonwealth die Runde machen. Es gibt Gerüchte über eine Synth-Kolonie die Küste hoch. Hast du da was von gehört? Und ob ich davon gehört habe. Die Railroad ist im Norden aktiv? Ja. Die Railroad hat Verbindungen die Küste rauf? Nein, nicht wirklich. Wir helfen den Synths raus aus dem Commonwealth. Aber was immer das ist, wir haben damit nichts zu tun. Komm schon, raus damit. Was weißt du? Kann ich dir trauen? Ich weiß nicht. Irgendwie ist sie komisch. Aber die gehört zum... Ja, zur Railroad, denke ich. Na gut, komm, ich sage Far Harbor. Ich gehe einem Hinweis zu einem Ort namens Far Harbor nach. Noch nie davon gehört. Heißt aber nicht, dass es da keinen Zusammenhang gibt. Super, wenn du der Sache schon nachgehst. Lass es mich wissen, wenn du was rausfindest, ja? Wer bist du denn überhaupt? Zünd gefunden, der dringend deine Hilfe braucht. Ist mir egal. Jetzt gerade ist es mir egal. Das Ende ist in Sicht. Okay. Du bist schon was? Ja, ich bin was Besonderes, ich weiß. Reise nach Far Harbor.
Okay, jetzt ist nur noch Reise nach Far Harbor. Die kleine Nebenquest haben wir jetzt anscheinend schon geschafft. Aber da wird noch was auf uns zukommen. Ich reise mal kurz nach Sanctuary und versuche endlich Ada loszuwerden, weil die gibt mir gerade ziemlich auf den Keks. Ich benötige deine Dienste nicht mehr. Ich kann diese Vorgehensweise nicht gutheißen, aber sie haben das Kommando. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Ja, komm mit. Klar, gehen wir. Wird gemacht. Was? Okay, ich werde hier einen kleinen Zusammenschnitt machen. Ich hatte wirklich einen Bug. Das Spiel hat sich fast aufgehangen, deswegen keine Ahnung, warum sowas immer bei Updates passiert, dass dann irgendwie ein schlimmerer Fehler existiert. Ich habe keine Ahnung, was der Bethesda manchmal falsch macht, aber es hat jetzt geklappt und wir verfolgen jetzt die Mission weiter. So, und dann wären wir wieder hier. Wo muss er lang? Da. Ich muss jetzt das Schiff nehmen. Endlich! Jetzt geht's los. Auf geht's. Keine Ada im Gepäck. Endlich können wir reisen. Nach Far Harbor reisen. Ah, okay. Auf geht's. Ich kann nichts sehen. Mensch, ich muss jetzt einmal Neugierde halber auf die Map gucken. Wir müssen jetzt hier rausfahren. Yeah. Wow. Neues Island. Boah. Das ist wahrscheinlich für viele von euch nicht verständlich, aber das erinnert mich gerade an Dragonborn, das DLC von Skyrim damals, wo man auch einfach mal komplett von der Map verschwunden ist und was komplett Neues entdecken konnte. Und Junge, freue ich mich. Endlich was komplett Neues entdecken. Weit weg von zu Hause abgeschlossen. Bleib ruhig, wir haben Besucher. Festlandbewohner machen nur Ärger. Nimm die verdammte Waffe runter. Hi. Hast du dich verirrt? Du bist in Far Harbor. Wir bekommen hier nur selten Besuch. Leute wie dich brauchen wir hier nicht. Danke. Wir brauchen keine Schnorrer oder weitere Hilfe, Festlandbewohner. Damit du wieder auf dein Boot steigen und verschwinden kannst. Alan, das ist nicht dein Dock. Es gehört der ganzen Stadt und daher sind Fremde willkommen. Tut mir leid. Für uns ist es gerade etwas schwierig. Aber Alan hat recht. Nicht alle Besucher haben gute Absichten. Also, was willst du hier? Was sage ich denen? Wo bin ich hier? Also, vor langer Zeit war das mal eine Touristenstadt. Meine Leute leben seit Generationen hier und auf der Insel. Aber jetzt drängen sich alle auf den Docks und versuchen, einen weiteren Tag zu überleben. Wir haben hier einiges an Problemen. Du willst da aber nicht mitmachen, oder? Was bei den Problemen? Ja komm, ich weiß nicht. Kann man dir vertrauen? Erstmal frage ich nach. Ich frage mal nach der Synth-Zuflucht. Ich brauche Informationen über eine Synth-Zuflucht auf dieser Insel. Noch ein Reisender aus dem Commonwealth, der Arcadia sucht. Arcadia? Verdammt, da kommt die Seefahrerin. Da kommt was durch den Nebel! Hallo, hilf uns die Stadt zu verteidigen. Dann beantworte ich dir alle Fragen. Nimm eine Position oben auf der Mauer beim Haupttor ein. Der Rumpf lässt uns nicht im Stich. Folge mir. Okay.
fall bloß nicht runter! Wenn du runterfällst, können wir dich vielleicht nicht rechtzeitig retten. Ja, dann lauf mal. Was? Auf den Rumpf! Da draußen ist was! Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Das ist keine Übung! Avery. Wir werden deine Hilfe nicht vergessen. Kommt hier jetzt was? Öffnet das Tor! Ich hab hier draußen Verwundete! Seefahrerin? Keine Zeit! Sieh in den Nebel! Sie kommen! Schläger! Mein Gott! Verteidigt! Was ist das? Was zur... Was? Was ist das? Keine Ahnung, was das ist, aber es ist nicht gut. Noch einer? Yes! Erwischt. Red Kakerlake? Weg damit. Ein Jäger. Oh, ich mich selbst verletzt. Super. Alter. Wow, wie das hier. Das geht ja ganz schön zur Sache. Aber Bewohner geben so schnell nicht auf. Nochmal. Ja, den haben wir. Schlinger. Weg mit dir. Ja. Wohin kommst nicht? Es ist vorbei. Nein, Augen auf den Nebel. Da kommt was. Kommt noch mehr? Was ist das hier? Angler! Angler? Was? Okay, der war gar nicht so schlecht. Da ist irgendeiner entkommen. Nein, das ist ein Überlebender. Wenn die Insel mich nicht umgebracht hat, wirst du es erst recht nicht. Was geht hier ab? Alter, was ist hier los? Das war ein guter Treffer. Das sind noch zwei übrig. Angler. Was für skurrile Gegner sind hier. Komm zurück.
alles im grünen Bereich. Da ist einer entkommen. Gut gemacht, alle. Öffnet das Tor. Da ist irgendwas entkommen. Und hier haben wir irgendwas. Nimm mal mit. Was ist das? Ghoul-Töter. Hm. Nimm mal mit. Einmal nur was Geld bringt. Brauche ich garantiert nicht. Okay. Fressner. Schlinger. Hundenapf. Plastik. Mal mit. Was ist hier kaputt? Wow. Sehen auch gut aus, die Figuren. Ich nehme mal alles mit. Kann ich sicherlich auch wieder loswerden. Oh. Ein Haber. Bewohner ist gestorben dabei. Schwarze Fische. Overworld. Okay, den nehmen wir mit. Der sieht cool aus. Ich bin ja totaler Fan davon, wenn man bei so DLCs dann neue Outfits dann freischaltet. Das ist immer cool. Wir haben zu viel Gewicht. Muss ich gleich nochmal aussortieren. Aber wir sind ja jetzt momentan mitten in der Stadt. Das heißt, wir können sicherlich gleich irgendwas verkaufen. Gut. Hey. Captain? Und jetzt weißt du, womit wir es zu tun haben. Der Nebel und die Kreaturen, die er ausspuckt, haben meinen Leuten die Insel geraubt. Aber für deine Hilfe in der Not hast du das hier verdient. Oh, Kronkorn. Kronkorn kann man immer gebrauchen. Hm. Die Insel der Verlorenen? Hä? Was? Erstaunlich, dass du überlebt hast. Niemand hat es leicht. Ich frage erstmal nach dem Nebel. Was ist der Nebel? Wo soll ich anfangen? Der Nebel ist radioaktiv, oder? Aber es gibt Gebiete des tiefen Nebels, die sind harter Fallout. So gefährlich das auch ist, ist es jedoch nur Teil des Problems. Im Nebel leben Dinger, gedeihen. Fandest du schlimm, was Fahaber angegriffen hat? Da gibt es noch Schlimmeres. Okay. Ja. Habt die ganze Insel verloren? Der Nebel ist schon immer hier gewesen. Es gibt gute Jahre, in denen er zurückweicht und die Insel fast normal ist. Dann gibt es Zeiten, in denen er alles bedeckt. Und die Leute müssen um jedes nebelfreie Fleckchen ringen. Wow. In den letzten 8 Jahren oder so ist es immer schlimmer geworden. Jetzt zählt Fahaber zu den wenigen Orten, die noch sicher sind. Wohin ich auch gehe. Niemand hat es leicht. Da widerspreche ich nicht. Ich habe genug davon, mich hinter deinem verdammten Schiffsrumpf zu verkriechen, Avery. Es ist Zeit, dass ich mich um das wahre Problem kümmere. Mit den richtigen Leuten und meinen Waffen kann ich diese Atomkultisten ein für alle Mal ausschalten. Der Nebel war schon immer hier. Er ist nicht das Werk der Kinder. Bevor die Redfresser kamen, war der Nebel unter Kontrolle. Aber ab da lief alles schief. Es ist Zeit, dass wir was tun. Belasten wir keine Fremden mit diesen ganzen Unsinn. Was sind denn diese Kinder des Atoms? Das sind religiöse Leute. Sie beten Atoms Macht an. Und das ist dann wohl Strahlung. Wenn du Einzelheiten willst, musst du sie finden und fragen. Wir hatten Frieden mit ihnen, bis ein gewisser Hitzkopf namens Alan Lee... Das reicht. Dieser Prediger kam nach Fahaber und meinte, es wäre Atoms Wille, dass wir unser Land verloren haben. Dass es Atoms verdammter Wunsch war, dass wir so viele Angehörige und Freunde verloren haben. Und dass Atom uns von diesem Ort fegen würde. Wenn es nach mir ginge, würdest du hängen für das, was du Alan angetan hast. Okay, das ist irgendwie alles sehr skurril. Kinder des Atoms töten? Nein, hallo? Das sind totale Freaks und ich habe auch schon einige von denen auf dem Gewissen, aber... Deswegen jetzt einen Krieg anzetteln, erstmal herausfinden, woran es hier überhaupt liegt. Also, was wolltest du sagen? Was hat er dem Prediger angetan? Alan hat die Waffe auf ihn gerichtet. Er sagt, der Prediger wollte seine ziehen. Wir haben keine Polizei, kein Gesetz, nur Sitten und die allgemeine Meinung. Und nach allem, was der Prediger gesagt hat, hätte es die Sache nur verschlimmert, wäre Alan was angetan worden.
Haben die Kinder den Nebel verschlimmert? Absolut nicht. Es gibt keinerlei Beweise. Geigerzähler lügen nicht, Avery. Der Nebel ist Jahr für Jahr gefährlicher geworden. Und jetzt bedeckt der Nebel die ganze Insel. Das ist passiert, nachdem die Kinder kamen. Du weißt genau, dass das schon mal passiert ist. Klar, man vermutet, dass die Kinder damit zu tun haben. Aber niemand, wirklich niemand, hat einen Beweis. Können wir zum Geschäftlichen kommen? Tut mir leid. Deswegen. Du gehst nach Arcadia, oder? Der Weg dahin ist gefährlich. Jemand muss dich führen. Der alte Longfellow. Niemand kennt den Nebel so gut wie er. Aber Vorsicht, er ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ach, ich glaube, das seid ihr alle ein bisschen. Was kannst du mir über Arcadia erzählen? Frag Longfellow. Er ist als einziger dort gewesen. Was ist die Geschichte des alten Longfellow? Er ist der beste Jäger der Insel. Furchtlos. Manche sagen, verrückt. Wenn jemand nach Arcadia muss, macht nur er das. Aber die Leute hier sind stur, eigensinnig und haben noch andere wenig schmeichelhafte Eigenschaften. Aha. Aber Longfellow hat selbst bei uns einen miesen Ruf. Okay, dann ist es ja genau die richtige Person, mit der ich reden möchte. Brauch keinen Fremden für... Ja doch, ich glaube, den brauche ich tatsächlich. Danke für die Information. Longfellow findest du eigentlich immer an der Bar. Im Last Plank. Und bitte, hilf uns in der Stadt, wenn du kannst. Auch wenn niemand die Hilfe will, die Seefahrerin Cassie und viele andere brauchen Hilfe. Und ich möchte dir was sagen, dass du vielleicht so schnell nicht wiederhörst. Danke. Gern geschehen. Die ist mir sympathisch. Überlebst du hier nicht lang. Kauf meine Waffen. Erstmal will ich zum Shop. Ah. Hey, Stolper Heini. Der Festlandbewohner. Super. Du ballerst ein bisschen rum und denkst, du bist ein Held. Das ist unser Kampf. Unsere Insel. Nicht deine. Aha. Ich hab euch den Arsch gerettet. Also, ja. Wir verteidigen dieses verdammte Dock seit Monaten, auch ohne dich gegen Krabben und Schlimmeres. Ja, du hast geholfen, aber wir haben mit Blut und Kugeln bezahlt. Wenn schon Fremde für unsere Sicherheit sorgen, sind wir so gut wie tot. Trotzdem habe ich meinen Kopf riskiert. Ein bisschen Dankbarkeit wäre nett. Wir hatten ein paar echte Knalltüten hier, aber du bist bisher eigentlich ganz in Ordnung. Hier, für deine Hilfe. Wenn du handeln willst, dann mach das. Ansonsten verschwinde mit dem ersten Boot, das abfährt, bevor dich die Kinder des Atoms erwischen. Oder was Schlimmeres. Also er ist ein bisschen extrem gereizt, aber wenn man mit dem ein bisschen um den Finger wickelt, ist er eigentlich ganz nett. gut, okay, komm, wir handeln mit ihm. Ich schau mir das Angebot mal an. Alles klar. Schließlich haben wir jede weniger Müll aufgegabelt, den wir hier wieder quitt werden bekommen. Impro-Kanonen kannst du haben. Gehörten eh deinen Leuten. Entschuldigung. Weg damit, weg damit. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich den Hut auf hier überhaupt aufgezogen habe. Und zwar, den konnte man mit ballistischem Stoff ausstatten. Dadurch habe ich noch mehr Schutz. Hier erzähle ich euch nachher mal ein bisschen mehr dazu. Wie behalte ich? Das Kleid weg damit. Hier, Roboterzeug könnt ihr gerne haben. Vielleicht könnt ihr es ja gebrauchen. Lederkombi weg. Das weg. Den gelben Hut. Ups, Gammler-Outfit weg. Okay, Hut. Guck erstmal, was du noch so hast für mich. Was ist das? Eine Bärenfalle. Ja, cool. Ich will jetzt endlich mal Bären fallen. Ein Haken. Ein Fleischhaken. Oh. Das gefällt mir. Was ist das? Freund des Admirals. Mit Harpunen betrieben. Okay.
Verursacht doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit besitzt. Das Ding sieht cool aus. Aber das ist eine Special-Waffe. Das heißt, so schnell würde ich nicht verlieren. Ich kann mir die später vielleicht noch kaufen. Mal gucken. Ich will erstmal gucken, was ich überhaupt in dem DLC alles so finde, weil... Warte, ich guck mal kurz. Die macht 220 Schaden und hat doppelten, wenn das Ziel voll Energie hat. Normalerweise macht die immer 220 Schaden. Oder ist es 229? Moment. Nö, nö. 220 ist richtig. Ich guck auf jeden Fall. Ich guck das später nochmal rein. Das scheint hier wirklich so... Ah, die sieht auch cool aus. Radiumgewehr. Wow, mit radioaktivem Schaden 100. Sieht auch cool aus. Also hier gibt es anscheinend wieder einige neue Waffen zu entdecken bei Fahrhaber. Ich freue mich. Unterhebelgewehr, okay. Auch cool. Ist das eine andere? Nö, das ist die Standard. Kennen wir.